Hallo, nach langer Zeit endlich wieder mal liebe Grüße aus der Zwergenwerkstatt. Ich habe zwar in letzter Zeit doch einiges gebastelt, also zum Beispiel das Vogelhaus ist fast am fertig werden oder so eine kleine Schatulle für meine Tochter in Form von einem Pferd, das man aufklappen kann oder eine Kerzenhalterung. Und dadurch, dass in letzter Zeit eben häufig mit Holz gearbeitet wurde und viele Späne angefallen sind, habe ich mir gedacht, jetzt brauche ich endlich auch so einen Nass-Trockensauger, weil in der Werkstatt ist einfach bei mir so, dass dauernd nachher die ganzen Flanken umand schwirren. Und dann habe ich mir jetzt eben diesen Einhell-Nass-Trockensauger besorgt. Das ist ein Nass-Trockensauger TCVC 1820, 1250 Watt, 20 Liter Edelstahlbehälter, 180 Millibar, die Standardhalterungen natürlich, Saug- und Blasanschluss, Schwimmerschalter, 1,5 Meter Saugschlauch, drei Verlängerungsrohre, Kombidüse und Schaumstofffilter und den Schmutzfangsack. Würde ich sagen, machen wir ihn auf und schauen wir uns mal genau an. Was ich noch sagen wollte, regulär kostet der 70 Euro und ich habe mir so um 150 bekommen. Jetzt habe ich um 49 bekommen, war in Aktion. Also machen wir mal auf. Der Aufsatz mit der Bürste, Beschreibung, Filter, Verlängerungsrohre, Schaumstofffilter, Griff für oben und natürlich hier raus. Sauger selber und da ist noch die andere Düse. Dann machen wir auf, da wird der Schlauch drin sein. Noch so ein Filtersack, die Räder für unten und der Schlauch und noch so ein Aluminium-Metallstück. Dann würde ich sagen, bauen wir gleich wieder zusammen und schauen uns das gute Teil an. Da kriegt er gleich mal Strom. Gut, dadurch, dass ich das nur für die ganz groben Holzspäne brauche, sind die feinen Filter für mich nicht relevant. Genauso wie die Nasssaugfunktion für mich eigentlich komplett irrelevant ist, weil ich ihn wirklich nur für die Werkstatt herinnen brauche. Dann warten wir, bis das Wassergeräusch weg ist. Gut, dann habe ich hier die Einsaugung und hier die Ausblasung oder umgekehrt, das sehe ich jetzt nicht. Probieren wir es kurz mal aus. Hier wird ausgeblasen, was ein bisschen unlogisch ist, weil hier ein Pfeil hineingeht. Aber das heißt, wenn hier angesaugt wird, weil hier rausgeblasen wird, dann wird es doch das die Saugseite sein. Und dann schauen wir es an. Soll. Ich hoffe, dass du da lange Zeit. Das Gute ist an dem Gerät ist, es hat 5 Jahre Garantie. Es wird bei mir im Kasten landen, darum werde ich voraussichtlich diese Rollen nicht montieren. Und jetzt geht das Fokus mit weg, dann setze ich das noch. Ich habe hier auch eine Dekopiersäge, die unten hier den Auswurfanschluss hat. Und wenn ich das jetzt hier dran halte, wäre es nicht praktisch, wenn die ganze Schaufel aufgefangen wird. Aber das passt nicht zusammen. Dafür brauchen wir diese Aluminiumhülse, die man das reinstecken kann, hier reinstecken kann. Und die Sache ist gegessen. Ne? Sehr schön. Also ich hoffe, das Teil wird mir jetzt lange Zeit gute Dienste erweisen.
Ansonsten hoffentlich bleibt ihr gesund und wir sehen uns beim nächsten Video. Dann wird euch. Also nach meinem ersten Eindruck muss ich sagen, passt das Gerät ganz gut. Als kleinen Negativpunkt kann man sagen, dass der Schlauch durchaus etwas länger sein könnte. Aber das ist halt so, da muss ich mir wahrscheinlich selber Abhilfe schaffen. Und nicht, dass irgendwelche Fragen aufkommen, weil ich da anderes Gerät von einem auch habe, wo ich auch ein Review dazu erstellt habe. Ich werde von Einhell leider nicht gesponsert, aber die Geräte sind halt einfach für den Hausgebrauch in einer Preisklasse, die für einen Hobbybastler auf jeden Fall passabel ist. Und darum hat es bis jetzt noch nichts gegeben, wo ich mir gedacht habe, das spricht irgendwie gegen das Gerät oder gegen die Firma. Preis-Leistung ist meiner Meinung nach gut und ja, bis jetzt kann ich nur sagen, ich würde es wieder kaufen. Ne? Dann danke sehr. Und ich würde mich freuen, wenn ihr in die Videobeschreibung reinschaut und einen Daumen nach oben da lasst oder eine Bewertung schreibt oder was auch immer. Ja? Dann vielen Dank.